Herzlich willkommen bei einem kleinen Side-Projekt von mir. Terraria nennt sich das. Es ist ein, ja, viele sagen, es ist ein Klon von Minecraft. Aber ich denke mal so, man sollte es einfach als eigenes, ständiges, ja, Spiel betrachten und jetzt nicht so, wie soll ich sagen, einfach, ja, einfach so abtun, als wenn das ein Klon von Minecraft ist, dass man es gar nicht vergleichen kann, dass 2D ist. Aber ich will auch gar nicht großartig erklären, bla bla bla. Wir können hier uns unser Aussehen aussuchen, aber das ist jetzt nicht gerade großartig viel, was man da machen kann. Und tja, kann man großartig auch nichts dran anstellen. Ich lasse das jetzt auch mal so. Und sagen einfach Let's Play und fangen direkt an. Wir machen uns auch eine neue Welt. Sie soll großer, machen wir große oder machen wir eine kleine Welt? Wir machen mal eine Medium-Welt. Ich habe letzte Mal jetzt angefangen eine große Welt und da brauchen wir wirklich lange, lange, lange für, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Wir machen mal eine Mittelwelt. Und die Welt heißt, nur sagen wir auch mal Let's Play, ist ja Kopfsvieh gesprungen, akzeptieren. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn es fertig geladen ist. Was dauert schon ein bisschen was. Und da ist es dann fertig gerendert und wir können es jetzt dann auch laden. Es ist, wie ich finde, sehr gut gelungen eigentlich, die Mischung zu finden. Und man kann es auch gar nicht mit Minecraft ja, zusammentun, wo es gibt so viele eigenständige Sachen da drin, wie zum Beispiel es gibt ein Dungeon, das man finden kann, und es gibt ja Ober-Unterwelt, es gibt Monster, es gibt alles Mögliche. So, als erstes, was machen wir? Ich sag mal, wir bauen erstmal ein bisschen Holz ab, wo das ziemlich wichtig ist. Wir sehen jetzt hier auch schon, wir sehen hier, ja, wie wir jetzt Holz abbauen können. Und da hinten sehen wir schon die ersten Gegner, die es hier zu entdecken gibt sozusagen. Sie sind ziemlich nervig und später werden da viel, viel mehr noch kommen, was diese Blobs angeht. So, also wir haben jetzt ein bisschen Holz und wir werden gleich, also jetzt hier unten drunter seht ihr das, das sind ja Steine. Ach, Bens Blobs, geht mir doch nicht so auf den Geist. Echt. Wir werden sowieso die erste Zeit bestimmt oft drauf gehen. Und aber die droppen was. Und was die droppen, das kann ich euch dann später zeigen. So, jetzt bauen wir erstmal ein bisschen was ab. Und zwar Stein. Und was soll ich da großartig? Ja, das ist hier die Problematik. Das ist ja gerade das, was Leute, die einen guten Let's Play von Minecraft machen. Man muss halt gut unterhalten können. Jetzt, was kann ich großartig noch zu erzählen? Ihr könnt ja mir mal drunter schreiben, über was wir reden sollen. Währenddessen, wo ich das jetzt auch nicht so allzu ernst nehme. Also, man muss es ja auch nicht allzu ernst nehmen. Wir werden jetzt erst ein bisschen, ja, ein bisschen Stein abbauen, dass wir uns, ja, eine Unterkunft bauen können. Die erste Unterkunft. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt dann schon direkt ein bisschen. Ja. Ob wir direkt uns die beste dann aussuchen werden. Also direkt die Homebase uns bauen. Oder erst so eine kleine Basis. Das entscheide ich dann gleich. Wenn es soweit ist. Ja, das dauert ziemlich lange mit dem Abbauen.
Leider haut der Typ auch nicht ab, was ich ziemlich schade finde. So. So, dann lasst uns mal, aber hier war ja so weit, wie es ausschaut, nichts. Wir können hier ein bisschen Sand abbauen. Ihr merkt, das fällt dann in sich zusammen. Das kann uns auch Schaden machen. Ich werde aber ein bisschen was hier abbauen. Das heißt ein bisschen, schon ein bisschen viel. Da können wir nämlich später dann uns Glas rausschmelzen. Von diesen blauen Teilen zeige ich euch gleich. Wenn wir jetzt diese Blobs töten, dann haben wir Material, um uns Flackern zu bauen. So, dann machen wir das mal hier, weil das sieht ziemlich böse aus. Ja, auf Sand bauen tue ich, glaube ich, nicht mein Haus. Dann geben wir erstmal, ja, 90 ist eigentlich okay. Gehen mal ein bisschen hierher, vielleicht finden wir ja eine schöne Stelle. Ah, hier ist, jetzt muss ich mal wieder die Axt nehmen. Pilze, die kann man futtern und dann hat man wieder ein bisschen Energie. Ich suche mal einen schönen Platz für uns. Ah, hier haben wir auch schon ein bisschen Kupfer. Und ein bisschen Wasser. Oh ja, komm, lasst uns hier bauen. Hier bauen wir uns das jetzt. Dann nehmen wir so ein bisschen Kupfer, können wir schon direkt abbauen. Und ah, hier haben wir einen blauen Blob. Der hält auch direkt ein bisschen mehr aus. Und der droppt auch was. Und ihr könnt mir Bescheid sagen, was wir auch bauen sollen. Es ist jetzt nicht so wie bei Minecraft, dass man da jetzt irgendwelche 3D-Sachen bauen kann. Aber ich kann ein schönes Häuschen bauen. Also ich habe das jetzt ja schon einmal angezockt und es ist echt schön geworden. Also das Häuschen, das wird immer größer und größer und es hat schon ziemlich Spaß gemacht. Hier macht er nur 2 Schaden mit der Axt. Und wir haben auch nicht irgendwie eine Holzaxt oder so ganz am Anfang oder überhaupt keine Axt, wie jetzt bei Minecraft, sondern wir haben schon eine Kupferaxt, also schon was Gutes. Und die gehen auch nicht kaputt, das ist eigentlich auch nicht schlecht. So, ich baue erstmal noch ein bisschen was ab und ich sag mal, wir sehen uns gleich wieder. So, und es wird jetzt gleich dunkel. Man kann auch den Fortschritt dann an der Sonne sehen, die wandert und sowas. Und wir werden uns jetzt aber ganz schnell gleich einen Unterschlupf bauen müssen, wo Monster kommen. Ich denke mal, das reicht auch erstmal. So, dann bauen wir erstmal was Einfaches. Da wir jetzt auch nichts... Ah, scheiße. So. Da wir zumindest die erste Nacht erstmal gut vorankommen. Machen wir mal so, ist egal. So. Jetzt haben wir das erstmal erledigt. Das jetzt kann uns erstmal keiner angreifen, sozusagen. Und jetzt drücken wir EC und dann kommen wir in den Crafting-Mode hier rein, hier unten. Und wir können uns jetzt hier schon mal was aussuchen. Da wir hier unsere Gel-Teile haben von diesen Blobs, können wir auch Fackeln bauen. Und wir haben ja genug Holz, ihr seht das ja. Mache ich erstmal ein paar Fackeln. Fackeln sind sehr wichtig später. Ich werde mir auch gleich 100 Stück davon bauen. So, 99, mehr können wir auch nicht. Die kommt dann so hin und Kupfer kommt ganz unten hin. So, dann haben wir Wood-Plattformen. Brauchen wir auch. Ist auch sehr wichtig. Bauen wir uns auch mal ein paar von. So, dass wir dann noch 100 Holz haben. Was heißt nur, aber auf jeden Fall 100 Holz. So. Und die kommen auch... habe ich die jetzt weggeschmissen? Ja, die habe ich weggeschmissen. So. So. Die kommen hier statt Sand hin.
Dirt Block, so. Dann bauen wir uns eine, ja, eigentlich, was man sonst zum Craften braucht bei Minecraft, bauen wir uns eine Workbench. Die setzen wir auch gleich hier rein. Und wir können uns schon ja, wir können schon ein bisschen Geld bauen. Ich weiß nur noch gar nicht, für was das gut sein soll. Vielleicht um jetzt. Ah nee, doch, doch, ich. Ist das so? Wir können jetzt. Wir haben jetzt Silbersachen, glaube ich. Wir haben Silber. Haben wir schon Silber? Nö. Wir haben Kupfer. Ich weiß es gar nicht. Ah, muss ich da mal später mal leben. Ach so, und jetzt haben wir dann das. Okay. Keine Ahnung. So, wir haben hier Sand. Das können wir direkt hier hin tun. Dann können wir uns erstmal die. Gehen wir aus dem Crafting raus. Und dann können wir uns erstmal die Fackeln uns erstmal hier hinsetzen. So. Ah, die können wir nur hier auf den Boden setzen. So. So, dann können wir uns schon mal hier ein Workbench setzen. Und dann können wir uns da vorstellen und dann können wir noch mehr bauen. So. Dann können wir uns nämlich einen Tisch bauen. Den setzen wir hin und einen Stuhl können wir uns auch mal schon mal bauen. Und eine Tür können wir uns auch bauen. So, dann haben wir hier Stonewall. Stonewall ist sehr gut. Das ist das nämlich, was wir jetzt gleich brauchen werden, um uns. Ja, das ist jetzt eigentlich nur mehr Optik gesehen eigentlich, denke ich mir mal so. So, jetzt haben wir auch kein Stein mehr. Dann gehen wir runter. Was brauchen wir noch? Wir können uns jetzt sogar schon ein Schwert bauen. Nehmen wir auch mal. Bauen wir uns mal ein Schwert. Da die Eicheln, weiß ich bis jetzt noch nicht, müsste ich mir mal später mal anschauen, wofür das ist. Vielleicht können wir dann, vielleicht können wir damit auch Bäume bauen, ja, Bäume pflanzen oder so. Ich weiß noch nicht. So, dann setzen wir erstmal hier das Stuhl hin, den Tisch. Na komm. So, ist auch wichtig, wo wenn wir jetzt wieder davor stellen und könnten wir, wenn wir genug Sachen haben, also das, da müssen wir halt sammeln, kann man hier auch Sachen bauen. Später, wenn wir jetzt dann einen Ofen haben oder so. Ich werde mich jetzt mal hier. Ach, Blödsinn. So. Kann man jetzt sich schön zubauen. Ist eigentlich auch nur Optik. Also denke ich mir mal. Bin ich fest von überzeugt. Wow, hier können ja keine Gegner reinkommen oder so. So. Dann haben wir schon mal das Häuschen sozusagen fertig. Und ich sag mal einfach mal so. Komm so. Dum, 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 dum. Ja. Können wir hier nochmal, vielleicht können wir hier auch eine Fackel hinbauen, ne? Hier oben drauf auch nicht. Egal. Ich sage erstmal so, wir sind für den ersten Part dann schon mal fertig und wir sehen uns im Part 2. Da werden wir dann, nur oder lasst uns mal eben noch die Tür bauen. Oder nee, das machen wir am Tag. Sonst sind es zu viele Viecher hier. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Part. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir Kommentare und Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat und euch interessiert. Das ist ein Zeichen für mich, dass ich weitermachen soll. Vielen Dank, bis dann.